21.08. 2018. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, zu einem neuen Bitcoin-Video. Wir reden heute über den 23.08.2018, was für ein Event dort stattfinden soll und was das für Einflüsse auf den Bitcoin-Preis haben könnte. Wir gehen das Ganze wirklich ganz sachlich an. Das Thema kursiert momentan ziemlich stark in den sozialen Medien und es herrschen auch einige Unklarheiten. Deswegen sprechen wir dieses Thema heute, wie gesagt, so sachlich wie möglich an. Wir machen das Ganze in Verbindung auch mit dem Chart dazu, zu den fundamentalen Ereignissen am 23.08. Da es am Chart wirklich auch einige interessante Outcomes geben könnte, wenn wir uns das so ansehen, und ich will nicht, dass ihr auf irgendeiner Seite in eine Falle läuft, deswegen starten wir direkt damit los. Und um das Ganze auch nachher verständlicher zu gestalten, starten wir erstmal mit dem BTC USD Shorts Chart. Für alle, die das nicht wissen, das ist der Chart der gehandelten Short Sell Bitcoin, gezählt auf der Trading Exchange Bitfinex. Das heißt, wir sehen auf diesem Chart, wie viele Short Positionen gerade aufgebaut werden, und wie ihr hier seht, sind wir eigentlich gerade beim Short All Time High. Ihr könnt euch bestimmt an diesen Tag erinnern, das war im April, konkret der 11. April. Das war der Tag, wo wir diese 1000 Dollar Candle hatten und wo alle diese Shorts liquidiert wurden. Nochmal, wenn man eine Short-Position aufmacht, dann wettet man sozusagen gegen den Kurs, um es vereinfacht auszudrücken, man macht einen Leerverkauf. Das bedeutet, wenn der Kurs nach oben geht, hat man ein Problem, wenn man Verlust macht. Die Trader, die dann eben Short im Markt sind, haben ihre Stop-Losses über einen gewissen Bereich gelegt. Das schauen wir uns gleich nachher an am Bitcoin-Chart. Und wenn eben dieser Bereich touchiert wird und vielleicht sogar mit Absicht touchiert wird, weil man eben weiß, dass da sehr viele Stops liegen und dass man eben den Markt in diese Richtung drücken will und eben auch ja nach diesem Maßstab handelt, dann gibt es einen sogenannten Short Squeeze. Das bedeutet, diese ganzen Shorts sind gezwungen zurückzukaufen mit Market Orders, weil sie eben ihre Stop Losses da haben, und das führt zu einem parabolischen Anstieg eben des Bitcoin-Kurses. Und natürlich kommen auch noch die liquidierten Shorts dazu. Die liquidierten Shorts sind diese Shorts, die eben vom Preis her in das Niveau eintreten, also der Preis geht in das Niveau hoch, wo diese Verkäufer ihren Liquidierungspreis haben. Der Liquidierungspreis ist der maximal erreichbare Preis des Brokers, der eben ausgegeben wurde, bevor die Position automatisch vom Broker geschlossen wurde. Das kann man auch Margin Call nennen. Da eben ja der Preis zu weit vom Einstiegszeitpunkt weggerasselt ist und eben die Margin Requirements nicht mehr vorhanden sind. Nur mal so generell eben als Erklärung am Anfang des Videos, wenn das vielleicht viele schon wussten, dann spult einfach vor, wir gehen jetzt gleich zur Bitcoin-Analyse. Wie gesagt, wir haben hier den Short-Chart und das ist schon sehr beachtlich, ich schaue mir den Chart sonst auch nicht an. Wir hatten hier einmal diesen Spikes in Shorts und da haben wir auch diesen Bereich bereits getestet, wir sind hier hoch, sind dann Shorts gedroppt, hier hatten wir die letzte Resistance, sind gedroppt und jetzt sind wir in diesem Bereich. Also sieht momentan hier ziemlich stark aus und wir müssen das Ganze jetzt auch bedacht angehen, weil wir eben diese fundamentalen Nachrichten im Hintergrund haben. Wir wechseln jetzt dafür gerade mal auf den Bitcoin-Chart, denn wir wissen, am 23.08. ist eine Final Deadline eines ETF-Approvals, aber das Fundamentale geben wir eben nach dem Chart an. Wir sehen beim Bitcoin-Chart jetzt konkret, dass wir seit dem 8. August in dieser Range sind. Das sind jetzt knapp 14 Tage, wo wir eben uns konsolidieren bzw. einen stabilen Seitwärtstrend formen. Es ist generell so, je länger der Markt konsolidiert und akkumuliert, desto stärker wird der Ausbruch in eine oder andere Richtung. Wir können jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, in welche Richtung es gehen wird natürlich, aber ihr wisst, je länger die Konsolidierung, desto stärker der Move weg von der Konsolidierung. Was konkret ja, wollen wir jetzt hier mit sagen, beziehungsweise mit diesen fundamentalen Nachrichten eben in Verbindung bringen und warum ich diese Ranges nicht traden würde zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben, wie ich letztes schon erwähnt habe, wir haben hier extrem viele Short Sell Stops und wir haben hier extrem viele Long Sell Stops, hier Short Buy Stops, sorry. Das ist einfach eine Range, die so extrem gefährlich ist wie keine Range zuvor, auch mit der fundamentalen Nachricht jetzt, weil es kommt jetzt ganz drauf an, wie die Whales, also die Bitcoin Whales oder die Institutions, die im Markt sind, was die bereits wissen von diesem Datum und in welche Richtung sie den Markt treiben wollen. Weil die Range oder dieser Bereich, wo wir jetzt sind, so einfach
ist es nie, glaube ich, oder es einfach war es noch nie, einen großen Preismove hervorzurufen. Weil, wenn der Preis über die Range gepusht wird, dann haben wir diese Shorts, die wir gerade gesehen haben, die am All-Time-High sind, die werden alle liquidiert oder eben durch Marktpai dazu gezwungen, zurückzukaufen. Das heißt, wenn der Markt über diese Range gedrückt wird, dann haben wir den parabolischen Move nach oben. Aber, jetzt das große Aber, deswegen habe ich auch ein wenig Angst vor diesen riesen Short-Positionen, weil vielleicht schon nach Insider-Wissen gehandelt wird. Wenn jetzt eben dieser Dump erfolgen wird, weil irgendein ETF nicht approved wird, wie gesagt, fundamentale Nachrichten später, dann haben wir Panic Selling. Wenn wir Panic Selling haben, brechen wir dieses Low. Dieses Low ist bei 5.800. Hier liegen extrem viele Long Sell Stops und Short Market Sells noch dazu, weil viele Leute auf dieses Low warten, bis es gebrochen wird. Und dann geht es einfach extrem nach unten. Wird eine dieser beiden Varianten wahrscheinlicherweise eintreten, wenn wir eben diese Clean Highs uns ansehen. Wie gesagt, hier extrem viele Buy Stops. Wenn Leute short im Markt sind, müssen sie zurückkaufen, um ihre Position zu covern. Das führt dazu, dass ein extremer Spike nach oben ausgeübt wird. Im Umkehrschluss haben wir die Long Stops, die unter dieser Range liegen, für den Umkehrschluss zu einem Dump. Wäre mal charttechnisch alles geklärt. Ich würde diese Range auf keinen Fall trainen, weil ihr könnt so schnell getrappt werden in eine oder die andere Richtung, weil diese Range, keiner weiß den Outcome, um das Ganze auf Englisch auszudrücken, dieser Range. Die Setups sind einfach nach der Range. Wenn wir einen Short Squeeze sehen oder wenn irgendwas Positives kommt, dann warten wir auf den Ausbruch und trainen einen Retest. Wenn wir diese Konsolidierung hier retesten, dann trainen wir diese Konsolidierung, ansonsten trainen wir den Retest der Range. Jetzt ist es momentan ultra gefährlich, hier irgendwas zu machen. Generell war das jetzt mal die Chartanalyse, also die charttechnische Seite, und jetzt gehen wir zum Fundamentalen. Und ich fasse das jetzt nur ganz kurz in meinen eigenen Worten zusammen, was ich von dem Ganzen halte und wie das Thema eben hochgekocht wird, was an dem Tag passieren könnte und wie das Ganze eben aussehen könnte. Es geht konkret um einen ETF, der New York Stock Exchange, glaube ich, nagelt mich nicht fest, ich habe es die Tage mal gelesen, ist auch jetzt nicht so relevant, wer der Antragsteller ist. Der Antrag war bereits im Dezember und auf den Antrag wurde ziemlich lange geschlafen eigentlich, weil wir hatten immer diese anderen Antrags-Hype sozusagen, wo immer extrem auf irgendwelche Datums hingepusht wurde, wo aber noch gar nicht das finale Datum eben war und wo die SEC natürlich das Ganze immer hinausgeschoben hat, ist ganz klar. Wenn der ganze Markt auf ein Ereignis schaut und wenn die SEC unter Druck steht, natürlich nehmen sie Gebrauch von den gesetzlichen Fristen. Aber wir haben jetzt hier diesen ETF, der eben approved werden muss oder eben abgelehnt werden muss in 2 Tagen. Was heißt das konkret und was ist der Unterschied zwischen diesem CBOE-ETF, der im September entschieden wird, worauf eben immer noch alle warten, weil das sozusagen der ETFs ist, wovon alle immer sprechen. Der Unterschied oder der Hauptunterschied zwischen NICE, also New York Stock Exchange, und eben diesem CBOE-ETF ist einfach, dass der CBOE-ETF von realen Bitcoins gebackt ist, das heißt durch physische Bitcoins gebackt, die müssen diese Bitcoins kaufen, was einen direkten Einfluss auf den Preis hat, und der ETF, um den es am 23. geht, ist einfach ein derivatives Finanzprodukt, der eben auf Futures basiert und nicht auf realen Bitcoins. Das ist schon mal der Hauptunterschied und das ist eigentlich schon mal der Grund, warum dieser ETF eigentlich gar nicht so relevant ist wie der CBOE-ETF. Der weitere Unterschied ist, dass der ETF jetzt, der am 23. entschieden werden soll, auch eher Retail-Investoren zugänglich ist, und im Gegensatz dazu haben wir den CBOE-ETF, der eben erst ab einer Größe von 25 Bitcoin zugänglich ist, was für Retail-Investoren jetzt schon nicht wenig Geld ist, wenn man bedenkt, dass das über $120.000 sind momentan, ist das schon auf einen gewissen Investorkreis eingeschlossen oder eben herausgezogen, dass eben die Retail-Masse da nicht investieren kann. Das ist ein entscheidender Punkt, weil das ist auch ein Punkt, der für die SEC entscheidend sein wird und wo ich eher sehe, dass der CBOE-ETF größere Chancen hat, weil man einfach den Institutions da den Zugang erlauben will. Was jetzt das Problem ist oder was ich generell als Problem sehe, ist einfach, die SEC hat einfach gewisse Vorschriften, wie eben ein Markt aussehen muss oder wie eben der Markt ablaufen muss, dass eben so ein ETF genehmigt wird. Ich glaube, die Chancen am Donnerstag für diesen ETF stehen gar nicht so extrem schlecht, wie es manche sehen, aber wir haben natürlich auch schon eine sehr große Gegenwahrscheinlichkeit, dass der ETF
auch abgelehnt wird, nicht aus dem Grund, weil es einfach gegen die Regularien stark verstößt, sondern eher, weil es einfach die komfortablere Variante ist, erstmal das Ganze abzulehnen vom jetzigen Standpunkt aus. Wir sind jetzt immer noch stark im Bärenmarkt. Wenn es gewisse Interessenskonflikte gibt mit anderen Finanzinstitutionen, ist natürlich etwas abzulehnen, was es noch nicht gibt, immer die einfache Variante als etwas zuzustimmen, was neu wäre und was eventuell einen Hype auslösen würde und was eben revolutionär wäre sozusagen. Und vielleicht noch ein entscheidender Unterschied zu diesem Winklevoss-ETF, den wir jetzt ja auch hatten, wo der Markt eben kurz gedumpt ist, weil eben dieser Winklevoss-ETF denied wurde. Im Gegensatz zum Winklevoss-ETF, der nur auf der eigenen Germany Exchange handelbar ist, ist dieser ETF eben auch auf der regulierten Cboe-Exchange handelbar, was natürlich auch jetzt wieder ein kleiner Pluspunkt wäre für den jetzigen ETF, der eben am 23. approved oder abgelehnt werden soll. Zusammenfassend gilt zu sagen, ich würde mir den Tag stark im Kalender anstreichen und ich würde auf dem Tag keine Positionen eröffnen und auch nichts traden, weil der Markt eben die Eigenschaft hat, auf gewisse Ereignisse sehr panisch zu reagieren oder auch sehr euphorisch, auch wenn die Nachrichten an sich jetzt gar nicht so positiv sind, wie sie fundamental eigentlich zu bewerten wären. Ein ETF, der auf einem derivativen Finanzprodukt basiert, ist jetzt nicht der Grund, um Bitcoin auf 20k zu pumpen. Wenn wir deswegen einen Pump sehen werden, wird das logischerweise sein, um diese ganzen Shorts aus dem Markt zu squeezen. Langfristig würde ich meinen Fokus eher auf den Cboe-ETF legen, weil ein physisch gebackter Bitcoin-ETF wäre wirklich die Errungenschaft, die man eben zum Zugang oder für den Zugang dieser institutionellen Investoren brauchen würde und auch brauchen könnte. Ob dieser ETF am 23. jetzt so extrem relevant ist, stellt sich in Frage oder lässt sich in Frage stellen. Aber ich kann euch nur eins sagen, der Markt wird auf alle Fälle darauf reagieren, ganz egal, wie relevant oder irrelevant das sein wird. Seid darauf vorbereitet. Wie gesagt, wir haben die Situation, dass wir extrem viele Shorts im Markt haben. Wenn wir diese Range brechen und über diese Range gerade so durchpieksen werden, werden extrem viele Shorts zum Zurückkaufen gezwungen werden, was zu einem extremen Spike nach oben führen wird. Also wenn ihr da Short seid, werdet ihr ziemlich sicher liquidiert werden, wenn ihr keinen Market Stop habt. Und natürlich haben wir auch das Problem, dass wir auf der anderen Seite extrem viele Long Stops haben. Das kann dazu führen, dass wir einen Sell-Off aufgrund der News sehen von 6.400 auf 5.800. Und wenn dann diese ganzen Stops getriggert werden, dann haben wir die Massenpanik und sehen erstmal eine Kerze Richtung 5.200 wahrscheinlich. Ja, alles in allem, seid vorsichtig. Ich wollte euch das Update geben. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Abonniert mich gerne. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Oder schreibt mir am liebsten Kommentare. Kommentare mache ich eigentlich am liebsten, weil ich da einfach immer lesen kann, was das Feedback der Leute ist und eben mich einstellen kann, was gut war, was weniger gut war. Und weil ich das einfach als persönlichste Art der Interaktion sehe zwischen dem Abonnenten und dem Content Creator. Deswegen finde ich so einen Kommentar immer cool. Schreibt mir gerne einen Kommentar und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.